and fear the day when we come face to face. You will taste oblivion, overconfident whelp, and that witch, Helamis, will follow you into the abyss. Then, the throne of Gaia will be mine, with the lovely Aina at my side for all eternity. Na, hat's jemand erkannt? Wohl eher nicht, aber egal. Schwebt einfach mal gedanklich zurück ins Jahr 1983 und erinnert euch daran, was ihr auf dem guten alten Commodore 64 gezockt habt. Und? Schon schlauer geworden? Nein? Okay, sind ja auch schon 2 Jahrzehnte vergangen. Damals gab es ein nettes und süchtig machendes Strategiespielchen namens Akron. Res Unleashed ist sozusagen der moderne Nachfolger davon. Allerdings gibt es kaum noch Gemeinsamkeiten mit Akron. Man hat das Gameplay der heutigen Zeit angepasst und unterm Strich ist dabei ein Strategie-Action-Mix entstanden. Als Einzelspieler kann man sich durch 4 verschiedene Kampagnen kämpfen oder gegen bis zu 3 CPU-Gegner antreten. Für Multiplayer-Duelle stehen euch 15 unterschiedliche Karten zur Verfügung, auf denen sich bis zu 4 Spieler die Köpfe einschlagen können. Strategie ist auf dem eigentlichen Spielfeldraster gefragt. Jede Spielfigur und jedes Spielfeld besitzen verschiedene Elementarkräfte. Um einen Vorteil im Kampf zu erhalten, sollte man also darauf achten, sich auf den richtigen Feldern zu positionieren. Jeder Spieler besitzt in seiner Monsterhorde auch einen Oberhoshi, der zaubern kann. Um allerdings das zum Zaubern notwendige Mana zu erhalten, müsst ihr zusätzlich eure Figuren auf speziellen Mana-Feldern platzieren. Das wichtige Mana erhaltet ihr dann vor dem Beginn eures Spielzuges. Der Action-Part kommt bei den Kämpfen hinzu und vernichtet eigentlich sämtliche taktischen Aspekte, die man sich zuvor auf dem Spielfeldraster zurechtgelegt hat. Denn hier gewinnt derjenige, der gekonnt blockt und seine Angriffe richtig timet. Die Kampfsequenzen können zum Glück auch abgeschaltet werden. Aber Action-Fans, die unbedingt die Kämpfe selber austragen möchten, müssen sich allerdings mit langen und häufigen Ladephasen auseinandersetzen. Und das trübt den Spielspaß gewaltig. Vor dem Kauf unbedingt Probespielen.